Wir kommen jetzt zu einem Künstler, der in letzter Zeit, seit neuestem, sehr nicht in der Kritik stand, aber man ihm irgendwie so ein bisschen die Kredibilität absprechen wollte und die Realness absprechen wollte, nämlich Kolja Goldstein. Mokum. Ich habe keine Ahnung, was Mokum bedeutet. Bestimmt wieder was richtig Hartes, Asoziales, so wie jeder Song von ihm eigentlich ist. Gut, ein, zwei Songs waren noch ein bisschen deeper, ein bisschen weibiger, die ich auch sehr gefühlt habe. Aber im Großen und Ganzen ein Künstler, der sehr durch seine Art lebt, der sehr polarisiert durch seine Art und Weise. Und die wurde ihm jetzt nicht abgesprochen, aber die wurde so ein bisschen in Frage gestellt. Durch diverse Online-Reporter, die sich da so ein bisschen auf die Suche gemacht haben. Und so ein bisschen was rausgefunden haben, dass nicht jede Story, die er so erzählt hat in Songs, der Wahrheit entspricht. Ich bin da komplett neutral. Ich habe keinen Bock, dass heute Nacht jemand an meine Tür klopft und mich wortwörtlich den Kopf kürzer macht oder mich in Säure auflöst. Habe ich keinen Bock drauf. Real Talk. Mokum bedeutet quasi Ort oder sicherer Hafen. Okay, alles klar. Produziert ist der Bums von Soil040. Liken, Support ist Kamord. Das Ding ist auch ein Reupload, weil anscheinend im Video Sachen gezeigt worden, die so YouTube nicht gebockt haben. Wo YouTube gesagt hat, ey Bro, nimm's runter, zensiert es, lad's wieder hoch. Denkt ihr, ein Kolja fühlt sich dadurch getriggert? Safe, oder? Wenn ihm so seine Kredibilität abgesprochen wird oder so? Wenn ihm die Realness abgesprochen wird? Ich glaube schon, dass es ihn kränkt so ein bisschen. Ich habe das originale Musikvideo nicht gesehen. Aber ich glaube, da waren asoziale Szenen drin. Ich glaube, die sind immer noch drin, halt nur ein bisschen zensiert, abgeändert. Mal schauen, Abfahrt. Ich habe immer so ein unwohles Gefühl bei ihm irgendwie, bei Songs. Nicht, wenn ich sie auf Spotify höre, da überhaupt nicht. Da fühle ich sie eher. Aber wenn ich die Musikvideos dazu schaue, habe ich irgendwie so ein ungutes Gefühl einfach. Weiß ich nicht warum. Durch diese ganzen Dokus und so weiter hat man natürlich schon so ein gewisses Bild von Kolja, das jetzt versucht wird irgendwie zu zerstören. Und ich glaube, dagegen wehrt er sich schon. Ich glaube, das wird richtig hart. Ich würde aber trotzdem gerne mal das Originalvideo sehen, was also das nicht zensierte, das vor dem Reupload auf YouTube war. Das würde ich gerne mal sehen. Was ist da? Warte mal, ich will mir das genau anschauen so. Der Song geht ja noch gar nicht los. Ich will mir das einfach nur ganz kurz gerne anschauen. Es wird einfach nur irgendwas ausgeladen. Einfach nur was ausgeladen. Da ist nichts Schlimmes dahinter, glaube ich. Aber warte mal ganz kurz, ein relativ kurzer Song, oder? Also, Intro läuft immer noch. Wir haben noch knapp 2 Minuten so. Bisschen Drogen im Video. Ja, Bruder, es ist schon wieder. Du hast so auch dieses Schwarz-Weiß, diese Schwarz-Weiß-Optik. Normalerweise fühle ich diese Schwarz-Weiß-Optik Todes, ne? Ist einfach so, gib mir einfach irgendwas. Aber irgendwie bei ihm ist es alles so. Ich fühle mich unwohl bei seinen Musikvideos. Ist so. Wieder mein Name in Riesenverfahren. Hätte viel zu erzählen, doch kann niemals was sagen. Aber er rappt ist auch nice. Hätte viel zu erzählen. Er schlängelt sich auch teilweise so um den Beat. Hätte viel zu erzählen. Wisst ihr, was ich meine? Wieder mein Name in Riesenverfahren. Hätte viel zu erzählen, doch kann niemals was sagen. Früher hatte Wahlen bis an Syrien am Blei. Letztes Jahr sind wir über unsere Brüder gefallen. Gefallen? Digga, auch seine Attitude. Bei Kolja so, ich habe mir so ein bisschen ein paar Sachen reingezogen, ein paar Dokus reingezogen, ist nicht zu viel. Ich war eher so auf dieser Ghostwriting-Songwriting-Schiene bei ihm unterwegs und hab mich so ein bisschen schlau gemacht. Und der Typ hat schon für viele, viele Leute so geschrieben. Ohne Witz glaubt man so gar nicht. Ich habe mich jetzt nicht auf diese Drogen-Szene so versteift, auf diese Dokus. Natürlich sind die krass, weil die polarisierend sind und ich habe mir die Geschichten drumherum auch reingezogen. Ich habe mich aber viel mehr auf dieses Ghost- und Songwriting beschränkt bei ihm. Der Typ ist schon viel rumgekommen, so, ohne Scheiß. Wahlen bis an Syrien am Blei. Letztes Jahr sind wir über unsere Brüder gefallen. Sitze, so viel Blut ist nicht gut fürs Geschäft. Pass auf, was du tust, weil sonst puste ich dich weg. Pass auf, was du tust, denn sonst puste ich dich weg. Und wenn es ein. Wenn es jeder x-beliebige Typ sagt es heute in irgendwelchen Musikvideos, in unterschiedlichen Redewendungen, auf unterschiedliche Art und Weisen. Wenn es aber ein Kolja sagt, Bro, da habe ich ein bisschen Angst. Ich sage euch, wie es ist. Sonst puste ich dich weg. Da gucke ich lieber so zweimal mehr über meine Schulter, weil das Studio hier unten ist nicht abgeschlossen so. Da könnte jederzeit einer reinkommen so. Wisst ihr, was ich meine? So viel
Blut ist nicht gut fürs Geschäft. Bepass auf, was du tust, weil sonst muss ich dich weg. Ah, das wird Jeffrey, der lebenslang macht. Sitz im Bentley oder geh in den Knast. Der's lebenslang macht. Sitz im Bentley oder geh in. Auch guter Reim. Der's lebenslang macht. Oder geh in den Knast. Wisst ihr, was ich meine? Das wird Jeffrey, der lebenslang macht. Der lebenslang macht. Sitz im Bentley oder geh in den Knast. Das ist ein geiler Reim. Ihr könnt's drehen, wie ihr wollt, aber nicht verhindern. Das für Rita, für Tucker, für Isham, für die Real Motherfucker. Hier wurde was zensiert, oder? Es wurde im Nachhinein, glaube ich, rausgenommen. Oder halt gestummt oder sowas. Man hört es sehr, sehr krass. Es sind so ganz viele Eindrücke auf einmal. Ich schaue mir das Musikvideo auch voll aufmerksam an, so, weil ich irgendwie bei jeder Szene denke, so, okay, jetzt sieht man gleich was Überkrasses, so, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht sah man auch im Originalmusikvideo auch noch mehr, als man hier jetzt gerade sieht, weil es zensiert wurde. Aber bis jetzt eigentlich wieder so ein ganz gewohnter Koya-Song, oder? Das für Rita, für Tucker, für Isham, für die Real Motherfucker. Auslieferungshaft, braucht wieder Kontakt. All die Leute sind nur Schauspieler im Knast. Ich bin Gangster, mein Auto verwandt. Von meinem Dämpfer, der Schaumstoff verbrannt, wenn man... Guck mal, mein Auto verwandt. Von meinem Auto, der Dämpf... Was sagt ihr hier? Ich bin Gangster, mein... Koya hat bei Universal gesigned. Echt jetzt? Auto verwandt. Von meinem Dämpfer, der Schaumstoff verbrannt. Von meinem Dämpfer, der Schaumstoff verbrannt, Bro. Das Auto verwandt. Wisst ihr, was ich mein? Wenn man das nicht beendet, wird es jeder versuchen. Vom T-Max regnet es Kugeln, keine DNA-Spuren. Boah, Digga, auch böse Reime. Das nicht beendet, wird es jeder versuchen. Will es jeder versuchen. Vom T-Max regnet es Kugeln. Von T-Max, keine Ahnung, T-Max, weiß ich nicht. Von T-Max regnet es Kugeln. Keine DNA-Spuren. Keine DNA-Spuren. Zeile auf Zeile, nein. Wir verdienen Millionen, wir dealen mit Drogen. Ich lass nie wieder los, so erzieh ich meinen Sohn. Ich spreche den Tod, denn er lässt mich nicht los. Hält mich fest in seinen Armen, weil Verbrechen sich lohnt. Ich bleib dabei so. Also ob man jetzt diese Vorwürfe da glauben mag von diesen Online-Reportern, in diesen Online-Artikeln und so weiter. Man kann es glauben, man kann es in Frage stellen, wie auch immer so. Ich habe mir so ein, zwei Sachen reingezogen. Ich bin da immer noch sehr neutral gegenüber. Ich habe unglaublichen Respekt so vor dieser Person, Koya so. Um Gottes Willen, auch musikalisch so. Weil der Bruder haut schon textlich, man kann sagen, es geht immer so um diese Drogensache, um dieses Geschäftding so. Wisst ihr, was ich meine? Was auch ein Koya irgendwo ausmacht. Wisst ihr, was ich meine? Du willst ja jetzt keinen Koya-Song hören, wo er jetzt über die guten Zeiten im Leben oder so rappt. Wisst ihr, was ich meine? So. Oder Lelele oder La 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 auf Autotune macht. Du hörst ja Koya genau wegen sowas. Dazu kommen aber noch super nice Reime hier. Spreche den Tod, denn er lässt mich nicht los. Hält mich fest in seinen Armen, weil Verbrechen sich lohnt. Bretter im Toyota durch Bogota. Mit Männer schicken. Guck mal, Bretter im Toyota durch Bogota. Sein Arm, weil Verbrechen sich lohnt. Auch wie er das betont. Bretter im Toyota durch Bogota. Mit Männer schicken 1100 Stück. Was willst du machen, Mann? Das Geld muss zurück. Boys von Westerpark im Bleus von Treffungsdraht. Was ist hier, Chat? Was willst du machen, Mann? Das Geld muss zurück. Boys von Westerpark im Bleus von Treffungsdraht. Siggi hat's am Arsch, der war heute sein letzter Tag. Wir sind Wise Guys. Wir haben Mafia-Waffe. Oh, Digga, das gibt mir so... Ich bleib, diese Musikvideos geben einem so einen ganz unwohlen Vibe einfach. Das ist so einfach unwohl, was soll ich sagen? Das ist ein Lifestyle, seit den 80er Jahren. Glaubst du mir jetzt? Rausch gestreckt, hydraulisch versteckt, hydraulisch gepresst, 1006. Meine Ja. Digga, du mir jetzt? Rausch. Glaubst du mir jetzt? Rausch versteckt, hydraulisch gepresst, Digga, auch gute Reime. Gestreckt, hydraulisch versteckt, hydraulisch gepresst, 1006. 1006. Eine Jacke voller Schmauch, schmeiß sie nachts in die Waschmaschine. Erzähl mir nicht, was ich brauch oder was ich fühle. Digga, der Typ ist auch groß, ne? Oder sind die anderen einfach nur klein? Ich glaub, Koya ist schon groß. Schmauch, schmeiß sie nachts in die Waschmaschine. Erzähl mir nicht, was ich brauch. Guck mal, Koya ist schon... Entweder sind die anderen jetzt überklein, was ich nicht glaub. Digga, es ist einfach... Ey, was macht Karl S. hier im Video? Chat, was macht Karl S. hier im Video? Hat er einen neuen Geschäftszweig aufgemacht, oder was? Oder was ich fühle. Bis dahin schmeiß ich Erde auf Zwerge. Zeige keine Emotionen, je härter ich werde. Gott ist der Größte. Wenn wir das alle wissen, warum wählen wir trotzdem das Böse? Es ist so ein ganz typisches Koya-Ding. Und hier signed er bei Universal gerade, oder? Wie auch immer. Don't believe everything you hear, realize. Oh, realize. Tupac Shakur. Das war Koya, Mokum. Es war wieder so ein Song, wo du dir denkst, uff,
dazu so ein Musikvideo, wo du denkst, uff, wie soll ich meinen, so. Du musst halt wirklich die Mucke von ihm mögen, dieses Soundbild. Wie soll ich meinen? Schreibt mir gerne in die Kommentare so, was ihr davon haltet, ohne Scheiß.